Hallo, lieber Schütze, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den November 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Und zu Beginn stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Damit mache ich auch den Anfang. Das ist das Everyday Witch Tarot von Deborah Blake. Und ich verwende ebenfalls auch noch andere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, lieber Schütze, steigen wir doch ganz einfach mal ein in deine Novemberlegung und schauen mal, was da alles auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich jetzt im Monat November. Denk bitte daran, das hier ist natürlich eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und des Weiteren könnte diese Legung jetzt für dich interessant sein, wenn du den Schützen im Sonnenzeichen, im Aszendent, im Mond oder auch von mir aus in der Venus hast. Okay. So, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Gucken wir doch ganz einfach mal. Also, was bringt jetzt der November dem Kollektiv der Schützen? Ach übrigens, all die Schützen unter euch, die jetzt Ende November Geburtstag haben, ich wünsche euch schon mal alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, dass ihr wunderschön feiern werdet. Okay, jetzt aber. Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. November. Okay. Was bringt jetzt der Monat November? Was bringt jetzt der November dem Schützen? Die Schützen. Ja, die muss ich mir eben aufheben, weil jetzt mehrere, die runtergefallen sind. So, 5 Karten dazu hätte ich ganz gern jetzt für Schütze. Okay, dann haben wir schon mal die erste. Okay. Noch 4. Was? Nee, das nicht. Also, was bringt jetzt der Monat November? Was bringt der November noch dem Schützen? Also die Karten haben nicht wirklich Lust zu reden, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat November. Okay, da ist schon mal eine runtergefallen. Die hebe ich auch gleich auf. Die Schützen im Monat November. Was bringt der November noch den Schützen? November. So, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, die Schützen im Monat November. Ja, ihr wollt irgendwie nicht so wirklich reden, ne? Ich hätte ganz gerne noch 3 Karten. 3 Karten bitte für das Kollektiv der Schützen im November. Also, noch 3 Karten bitte für das Kollektiv der Schützen jetzt im Monat November. Okay, es geht langsam vorwärts. November. So, noch 2 Karten bitte. November. Was bringt der Monat November noch dem Kollektiv der Schützen? Schütze. Ich habe das Gefühl, die ist es auf jeden Fall. So, noch eine Karte.
Noch eine Karte hätte ich ganz gern, bitte. Dankeschön. Okay, lieber Schütze, ich muss mich jetzt ein bisschen entschuldigen dafür, dass es jetzt etwas länger gedauert hat, aber bei mir müssen die Karten wirklich rausfallen. Ja, beziehungsweise wenn sie sich so ein bisschen so rauslunsen, dann muss das auf jeden Fall schon sehr auffällig sein bei mir. Also auf jeden Fall danke für deine Geduld. Und wie gesagt, ne, also bei mir müssen die wirklich rausfallen. So, okay, das Ganze lege ich dir erstmal noch ein kleines bisschen besser hin. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt auch los mit deinem Reading für den Monat November. Okay, folgende Energie haben wir jetzt hier für dich drunter. Diese Karte auf jeden Fall hier drunter ist für dich für den November ein größerer Hinweis darauf, was jetzt im November auf dich zukommt. Sie hat eine größere Bedeutung für dich. Und deswegen, lieber Schütze, würde ich sagen, starten wir mit der unterliegende Energie für dich im November. Auch schön, guck mal, da haben wir jetzt hier für dich die Sonne. Die Sonne kann man durchaus sagen, einer der größten Glückskarten im ganzen Deck. Sie steht für Erfolg, sie steht für Lebensfreude, sie steht natürlich dafür, dass das Licht ebenfalls wieder zurückkehrt. Energiearbeit, ich höre aus irgendeinem Grund nämlich hier Energie wirklich wahr. Energiearbeit, Entschuldigung, Energiearbeit. Und ich nehme ebenfalls auch wahr, das habe ich jetzt auch während des Mischens ganz heftig gespürt. Einige von euch, ihr geht im November, vielleicht hat es sogar jetzt auch schon begonnen, ihr geht im November durch innere Wandlungsprozesse. Einiges in euch, was mit euch zu tun hat, mit eurer Persönlichkeit und so weiter, wird sich auf jeden Fall wandeln. Das nehme ich hier wirklich wahr. Ihr geht durch Weiterentwicklung, ihr erlebt Wachstumsphasen, innere Prozesse finden hier also statt. Das ist das, was ich wahrnehme. Okay, zurück zur Sonne. Die Sonne ist alles natürlich, was gut ist, alles, was positiv ist. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch jetzt auch auf Veranstaltungen gehen. Zum Beispiel auf Weihnachtsfeier im November, na gut, warum nicht? Aber normalerweise ist sowas im Dezember, aber ich nehme schon gewisse Veranstaltungen wahr. Zum Beispiel gehst du zum Geburtstag, vielleicht feierst du Ende November deinen Geburtstag, lieber Schütze. Dann ist das, was ich hier auf jeden Fall sehe. Man geht mehr raus, man genießt auch die Sonne zum Beispiel auch. Also wie gesagt, die Sonne steht für Erfolg, sie steht auch in irgendeiner Art und Weise für einen Neubeginn. Ja, das ist das, was ich auch wahrnehme, Schütze. Gut, wir gucken mal drunter. Die sieben der Münzen zeigen sich hier. Die sieben der Münzen ist eine Energie der Geduld. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es durchaus sein kann, jetzt für einige von euch, dass du jetzt einfach sagst, okay, die Dinge entwickeln sich gerade nicht wirklich schneller, also genieße ich jetzt einfach mein Leben, habe ich jetzt einfach mal Spaß und widme mich jetzt ebenfalls auch mal anderen Dingen. Das ist das, was ich jetzt auch wahrnehme für einige von euch. Ja, jetzt haben wir hier auch noch den Narren für dich. Der Narr, das ist natürlich Sorglosigkeit. Hier geht es darum, etwas Neues auszuprobieren, ein Risiko einzugehen. Ja, das Thema Geduld in irgendeiner Art und Weise spielt hier also ebenfalls auch eine Rolle. Ja, die Dinge entwickeln sich nicht ganz so schnell und das kann auch lediglich bedeuten, dass du im November ja einiges investierst an Arbeit, an Energie, an Geld vielleicht auch in etwas. Ja, das, okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, lieber Schütze, was rausgefallen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin ja ebenfalls auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich bin sehr hellfühlig auch. Das heißt, ich spüre hier auch Energien. Zum einen deine Energie, aber vielleicht auch die Energie eines Gegenübers, der sich hier für dich im November zeigen könnte. Und ich nehme hier jemanden gereizt wahr. Hier ist jemand gereizt. Ne? Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was jetzt alles rausgefallen ist. Lieber Schütze, ich beginne mit der ersten Karte für dich im November. Das ist das Ass der Kelche. Okay, das Ass der Kelche steht auf jeden Fall für eine tolle Chance, die sich dir im November bietet, um hier wirklich die große Erfüllung bzw. auch um die große Liebe zu finden. Bei Kelchen geht es um deine Gefühle, um Heilung oder sogar auch um Spiritualität. Ja, und du hast ja das Ass. Also hier zeigt sich für dich etwas Neues, etwas, was dich erfüllt, etwas, was dein Herz zum Singen bringt oder etwas, was mit dem Thema Liebe und Partnerschaften zu tun haben kann. Hier zeigt sich also eine ganz, ganz tolle Chance für dich. Es geht ja ebenfalls aber auch natürlich um sehr viel Gefühl. Ja, da ist wirklich sehr viel Gefühl, wahrscheinlich auch sehr viel Liebe und so weiter. Und wenn wir uns das mal näher anschauen, wir sehen, dass ja auch der Kelch überläuft. Ne? Also hier geht es wirklich um den Überfluss. Überfluss an Gefühlen, Überfluss an Liebe, Überfluss an Heilung. Ich muss mal auf jeden Fall natürlich auch noch die anderen Karten anschauen, damit wir dann da auf jeden Fall noch nähere Hinweise bekommen. Gut, wir machen mal weiter. Lieber Schütze, dann haben wir jetzt hier für dich den Pagen der Kelche. Hier beginnt man auf jeden Fall etwas Neues.
Das ist ganz klar zu sehen. Der Bube der Kelche, der ist auf jeden Fall sehr kreativ, sehr fantasievoll. Der hat auf jeden Fall schon gewisse Visionen, gewisse Träume, vielleicht sogar auch gewisse Tagträume, wo es nun ebenfalls darum geht, das Ganze wirklich umzusetzen. Ja, also hier ist jemand durchaus sehr kreativ. Er hat schon eine gewisse Vorstellung von etwas, beziehungsweise darf man sich jetzt hier einfach auch mal überlegen, okay, was möchte ich erschaffen? Was möchte ich erreichen? Wir haben, wenn du es so möchtest, eins, zwei und dreimal bis jetzt, dreimal eine gewisse Neubeginnsenergie, lieber Schütze. Ja, weil auch die Sonne kann für einen Neubeginn stehen. Das Ass der Kelche ja sowieso und auch die Buben symbolisieren neue Gelegenheiten und auch neue Möglichkeiten, die sich dir hier ebenfalls bieten. Im zwischenmenschlichen Bereich, im Bereich Herzensangelegenheiten, was auch immer das für dich ist, das kann dein Beruf sein, das kann deine Familie sein, deine Gesundheit zum Beispiel auch oder aber das Thema Liebe und Partnerschaften. Hier zeigt sich etwas Neues. Ebenfalls sehe ich auch für einige von euch, neue Erfahrungen werden gemacht im Bereich Emotionen. Neue emotionale Erfahrungen nehme ich hier wahr. Okay, was ich jetzt ebenfalls auch gerade spüre, das kann jetzt aber vielleicht auf wenige von euch zutreffen. Einige von euch, ihr könntet im November jetzt auch wieder vermehrte Weihnachtsfilme schauen. Das ist das, was ich jetzt wahrnehme. Gut, warum nicht? Im November schon ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber das ist das, was ich jetzt hier ebenfalls gerade so wahrnehme. Das Thema Weihnachten ist irgendwie schon da. Zum Beispiel gehst du jetzt auch schon Weihnachtsgeschenke kaufen oder du schaust Weihnachtsfilme. Na, das ist durchaus denkbar. Also hier kommt was Neues. Neue Erfahrungen, neue emotionale Erfahrungen, das ist durchaus möglich. Vielleicht auch direkt eine neue Partnerschaft. So, wir gucken mal weiter, Schütze. Dann haben wir hier für dich, ach guck mal, Vier der Stäbe. Die Vier der Stäbe ist auch eine Karte, die auf gewisse Feierlichkeiten oder Festlichkeiten hindeuten kann. Beziehungsweise geht es ja auch darum, sich mit anderen zu treffen. Es geht hier um das glückliche, harmonische Familienleben, was hier bei den Vier der Stäbe eine Rolle spielt. Es kann bedeuten, dass du jetzt auch mit etwas nach außen gehst, dass du dich öffentlich auch zeigst mit deiner Vision, mit dem, was du kannst, mit deiner Kreativität, mit deinen Talenten. Das ist durchaus auch möglich. Einige von euch könntet ebenfalls jetzt nun auch eine Gelegenheit, eine Einladung bekommen, eine Einladung zu einem gesellschaftlichen Ereignis, zum Beispiel zu einer Familienfeier, Firmenfeier oder Hochzeitseinladung, sowas in der Richtung, ja? Das könnte hier ebenfalls auch eine Rolle spielen. Aber was bis jetzt hier schon zu sehen ist, ein sehr schönes Miteinander, ja? Das sehe ich hier mit der Sonne und auch mit den Vier der Stäbe, ja? Ein harmonisches, ein schönes Miteinander. Man genießt auf jeden Fall die Zeit zusammen, man genießt das Leben, ja, man ist dankbar ebenfalls auch für gewisse Dinge. Und die Vier der Stäbe ist auch eine Karte, die auf eine gewisse Vollendung hindeuten kann. Übrigens auch die Sonne, weil es ist die Zahl 19. Und die 19 in der Quersumme ist wieder eine 10. Also 1 und 9 ist 10 und das wiederum eine 1. Das heißt, hier geht sowohl etwas zu Ende als auch etwas Neues beginnt hier. Eine neue Partnerschaft, neue emotionale Erfahrungen, du beginnst etwas Neues, etwas Kreatives, widmest dich einem neuen Hobby. Ja, das ist zu sehen. Okay, was haben wir hier, lieber Schütze? Die Herrscherin. Okay. Das Thema Mutter, vielleicht aber auch Mutterschaft, könnte hier eine Rolle spielen. Das kann bedeuten, dass du jetzt schöne Zeiten haben wirst mit deiner Mutter. Oder Mutterfigur, ältere Schwester, beste Freundin. Ältere Schwester habe ich schon gesagt, Schwiegermutter vielleicht auch, ja. Aber die Herrscherin ist auch eine Energie, eine Karte. Sie symbolisiert Wachstum und ebenfalls auch Fülle. Und sie ist auf jeden Fall auch sehr geerdet und eins mit der Natur auf jeden Fall. Also hier habe ich jetzt schon, ja, schon mindestens zwei Karten, die hier auf eine gewisse Kreativität hindeuten. Also ich sehe dich wirklich auch sehr kreativ, lieber Schütze. Und ich habe auch das Gefühl, dass einige von euch jetzt wieder mehr, dass ihr mehr als euren Typ macht. Zum Beispiel Haare färben, die Nägel schön lackieren oder schön lackieren lassen, farbenfrohe Kleidung tragen. Ja, also sowas in der Richtung nehme ich ja auch wahr für einige von euch. Ihr macht wieder mehr aus eurem Äußeren. Das ist das, was ich hier ebenfalls auch ganz klar wahrnehme. Es kann für dich jetzt auch bedeuten, mit der Herrscherin, dass du gerade mit einem Projekt, vielleicht auch mit einem Vorhaben schwanger gehst, wo es auf jeden Fall darum geht, sich damit zu zeigen. Was das angeht, ebenfalls nur auch die Initiative ergreifen, um hier etwas zu verwirklichen. Ja, das ist, was ich auch wahrnehme. Okay, was haben wir hier? Der König der Kelche.
Der König der Kelche kann natürlich jetzt ein Gegenüber darstellen, der dir durchaus sehr am Herzen liegt. Weil der König der Kelche ist natürlich jemand, der steht oftmals auch für den Herzensmensch. Ne? Also jemand, der dir wirklich sehr nah am Herzen liegt, den du unglaublich lieb hast, den du sehr gerne hast oder einfach jemand, den du liebst. Ja? Hier kann jetzt wirklich darin jemand dargestellt sein. Da ist wirklich sehr viel Gefühl, wie ich das hier so sehe, lieber Schütze. Möglicherweise sogar auch Treffen. Vielleicht erwartet ihr beide, du und dein Gegenüber auch ein Kind oder ihr habt etwas vor. Wollt zum Beispiel euer Zuhause neu gestalten oder wollt ja, die Wände ebenfalls streichen, sowas in der Richtung nehme ich ja auch wahr. Das ist durchaus denkbar. Kann natürlich jetzt auch für dich bedeuten, lieber Schütze, dass du dich jetzt hier auch in der Energie des Kelchkönigs zeigst. Dann sehe ich dich auf jeden Fall sehr herangereift. Sehr, ja, schon emotional, aber auch als jemanden, der hier seine Gefühle im Griff hat. Weil wir sehen, hier ist sehr viel Gefühl. König der Kelche, Page der Kelche und das Ass der Kelche. Da ist sehr viel Gefühl. Und einige von euch, ihr bekommt irgendwie schon eine Chance. Ja, die Chance, die große Liebe auf jeden Fall zu finden. Die ganz große Erfüllung. Wahrscheinlich durchaus tatsächlich mit diesem Kelchkönig. Ja, es zeigen sich ja neue Erfahrungen, Neubeginne, Chancen sozusagen. Das ist wirklich ganz interessant, lieber Schütze. Ich bin gespannt, wie sich das Reading jetzt noch entwickelt. Hier, also ich kann bis jetzt echt nicht meckern. Das sieht wirklich sehr gut aus. Das war das Kartendeck, was ich jetzt verwende, ist das Stargazing-Orakel. So, da bin ich gespannt. Wenn ich jetzt Sternzeichen sagen müsste, mit denen du es eventuell zu tun bekommen könntest oder zu tun haben könntest, wir hätten jetzt hier Löwe, Stier, Waage und Krebs, Fische, Skorpion. Also irgendetwas mit Öffentlichkeit sehe ich bei dir, als ob jemand hier Gefühle öffentlich macht. Als ob jemand den anderen seine Gefühle gesteht, Gefühle zeigt, das sehe ich hier auch. Heiratsanträge, Verlobungen, das sehe ich auch. Es kann ebenfalls auch sein, dass wirklich einige von euch tatsächlich eine Art Kind erwarten mit der Herrscherin, das ist nicht auszuschließen. Etwas öffentlich machen. Wieder mehr sich der Öffentlichkeit zeigen, wieder mehr rausgehen, das schöne Wetter genießen, sofern schönes Wetter ist. Sich der leichten Seite des Lebens zuwenden, das ist auch das, was ich wahrnehme. Okay, so, ich hätte jetzt ganz gerne weitere Botschaften, bitte. Für das Kollektiv der Schützen. Lieber Schütze, weißt du, was ich hier von der Energie wahrnehme? Das könntest du jetzt vielleicht sagen, aber ich höre den Satz, das ist so ein Blödsinn, so ein Quatsch. Das könntest du jetzt vielleicht jetzt gerade sagen, jetzt über mein Video, über das Reading jetzt für dich quasi oder für die Schützen. Irgendetwas nehme ich hier wahr, was mit falschen Aussagen zu tun hat, falsche Informationen oder aber du denkst, das ist eine falsche Info oder sowas in der Richtung. Das ist das, was ich hier auch wahrnehme. Sehr, sehr spannend. Vielleicht werden dir ebenfalls aber auch falsche Prognosen irgendwie gegeben. Ja. Okay, ich hätte ganz gern, aber ich sehe hier schon eine gewisse misstrauische Energie. Hier ist Misstrauen. Es kann wirklich bedeuten, dass du, lieber Schütze, misstrauisch bist. Und dass das, was ich jetzt hier dir gesagt habe, das wirklich für Quatsch hältst und sagst, hä? So, ne? Okay. Okay, die hat sich auf jeden Fall schon mal gezeigt für dich. So, ich hätte jetzt ganz gern weitere Einsichten, bitte. Weitere Botschaften für das Kollektiv der Schützen im Monat Wachstumsprozess, höre ich schon wieder, Wachstums-, Heilungsprozess, ne, Heilung vielleicht auch, aber Wandlungsprozess, Wachstumsprozess. Also einige von euch, ihr geht durch Wandlungen, vor allem auch was euer Inneres angeht, ne? Innere Wandlungsprozesse habe ich dir ja auch schon gesagt. Okay, weitere Einsichten hätte ich jetzt ganz gern für das Kollektiv der Schützen jetzt im Monat November. Okay. Noch eine Energie bitte, noch eine Karte bitte für Schützen. Okay, da haben wir sie. Sehr schön. Drunter hast du von mir, warte mal, ich muss mit der hier beginnen, weil ich die schon gesehen habe.
da hast du jetzt hier folgende Karte, das ist die Konjunktion. Die Konjunktion ist durchaus eine Energie, die kann durchaus etwas aktivieren, also das heißt, etwas wird hier aktiviert. Es kann durchaus auch eine sehr intensive Energie sein. Etwas wird intensiviert, etwas wird hier aktiviert. Aber das ist auch eine Energie, die, also nämlich so wahr, hier wird etwas ebenfalls verbunden, wie eine Art Verbindung, nehme ich hier ebenfalls wahr. Es ist auch eine Karte der Stärkung und der Ermächtigung. Ja, es ist wie, als ob jetzt einige von euch jetzt ebenfalls auch durch eine Art Ermächtigung oder Selbstermächtigung ebenfalls auch gehen. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Gut, wir gucken mal weiter. Was hast du jetzt hier drunter für eine Energie, lieber Schütze? Jetzt im November. Aszendent, ganz genau. Der Aszendent ist natürlich dein Aszendent. Das ist dein Äußeres, das, wie du die äußere Welt ebenfalls auch wahrnimmst. Wie man dich einschätzt, dein Aussehen, deine Attitude, die Energie, die Rolle, die du ebenfalls auch spielst, dein Style. Also hier, guck mal, hier ist auch sehr viel bunt. Das ist genau das, was ich dir ebenfalls auch gesagt habe, ne? Also hier denke ich, einige von euch, ihr macht wieder mehr aus eurem Typ. Irgendwas, was mit eurer Erscheinung zu tun hat, wird sich ja auch verändern. Ihr macht euch wieder mehr schön. Ja, richtig schön. Die Haare schön, die Nägel schön, die Fußnägel schön, keine Ahnung. Wieder mehr Fitnessstudio, mehr Sport treiben. Ne? Weil durch die Herrscherin, das ist ja auch Stierenergie oder Venusenergie. Ne? Das ist ja auch so dieses, ja, Schönheit und ja, was mit dem Thema Schönheit zu tun hat, das wird für euch im November eine ganz wichtige Rolle spielen. Das Thema Schönheit, Selbstliebe, mehr aus sich herausholen, die Kurven betonen und ja, den Körper betonen und so weiter, ne? Deine Vorzüge, sowas in der Richtung. Also das ist das, was ich ja auch wahrnehme, ne? Dass du jetzt wirklich wieder mehr rausgehst, was aus dir machst und dich zeigst. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, lieber Schütze, übrigens, ist auch sehr hoch, dass du hier auch begehrt wirst. Dass du vielleicht jetzt auch Komplimente bekommst. Der Bube der Kelche, das ist jemand, der kann flirten, der macht gerne Komplimente. Ja, also das würde ich jetzt hier echt nicht ausschließen, lieber Schütze. Schön, du machst viel, du machst einiges aus dir und ja, also ganz toll. Haben wir jetzt quasi nochmal die Bestätigung gehabt für dich. Okay, vielleicht, wenn du mir jetzt hier zusiehst, bist du vielleicht auch Aszendent, Löwe, Stier, Waage oder Krebs, Fische, Skorpion. Okay? Muss aber jetzt nicht unbedingt. Okay, was haben wir hier für dich? Schütze. Aha, da haben wir dich. Vielleicht bist du Sternzeichenschütze und vielleicht auch noch Aszendentschütze. Kann ja sein. Auf jeden Fall ist das jetzt hier wieder eine Energie, wo das Glück dich begleitet, wo das Glück auf deiner Seite ist. Übrigens hier die Sonne auch eine der größten Glückskarten im ganzen Deck. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, dass du in Bezug auf etwas wirklich Glück hast. Und ich erinnere mich gerade, ich hatte das für dich im Oktober auch gesehen. Da war irgendwas mit Glück. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber egal, gut. Wir sehen uns im November. Auf jeden Fall geht es hier schon irgendwo darum, wieder optimistischer zu sein. Das sehe ich ja auch mit der Sonne und auch mit den vier Stäben. Man ist wieder optimistischer. Es kann bedeuten, dass du jetzt vermehrt jetzt auch ein Risiko eingehst, dass du mutiger wirst und einfach auch wieder mehr rausgehst, mehr unter Leute, dich einfach zeigst. Hey, das bin ich. Ja? Das bin ich, das ist mein Charakter, das ist übrigens jetzt auch der Aszendent, der Charakter. Ja, Körper, Geist und Seele kann man ebenfalls sagen, dass du dich jetzt wirklich zeigst und zwar so, wie du wirklich bist. Ja, du zeigst dich in deiner Stärke, in deiner vollen Pracht, kann man sagen. Also, das finde ich jetzt hier wirklich ganz toll. Kann ebenfalls für dich jetzt auch bedeuten, dass du risikofreudiger wirst, dass du abenteuerlustiger wirklich bist. Und man kann hier sagen, dadurch, dass jetzt hier auch Schütze für dich gefallen ist und du Schütze bist, wenn du mir jetzt hier zusiehst, da kann man sagen, dass du jetzt auch in dein Element reinkommst, was auch immer das für dich bedeutet. Du kommst mehr in dein Element. Ja? Was haben wir hier? Ach, guck mal, dir wird geholfen. Deine Guides helfen dir, alles ist in Ordnung. Also hier wird auf jeden Fall geholfen. Dir wird hier in einer Angelegenheit auf jeden Fall geholfen. Deine Schutzengel, deine Wächter, deine Führer, wie auch immer du es nennen magst, sind hier an deiner Seite. Sie helfen dir in irgendeiner Angelegenheit und sie sagen, es ist alles in Ordnung. Ja, vielleicht wirst du jetzt auch immer mehr und mehr feststellen, alles ist okay, alles ist in Ordnung. Also Schütze, ich habe bei dir wirklich bis jetzt überhaupt nichts zu meckern. Also das finde ich gut. Gut, was haben wir als nächstes? Als nächstes verwende ich für dich, das ist das Behind the Mirror Orakel von Raven Angel of Spirit. Meine Güte, da hat sich ja das lange Mischen ja richtig gelohnt am Anfang, ne?
Ja. Ja, wie ich schon gesagt habe, also die Karten, die müssen bei mir wirklich fallen. Und die Tarotkarten vor allem, die haben etwas auf sich warten lassen, aber alles gut. Danke auf jeden Fall für deine Geduld. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Okay, Schütze. Jetzt hätte ich ganz gern weitere Einsichten für das Kollektiv der Schützen im Monat November. Was bringt der November? Okay, die wollte auf jeden Fall schon mal. Was bringt jetzt der November? Obwohl, ich habe das Gefühl, das ist eine Zusatzkarte, die ich auf jeden Fall gleich wieder zurücknehmen sollte. Dualseele. Okay, die große Liebe, ein unzertrennliches Band, unerklärliche Gefühle, Liebe jenseits jeder Logik, ungelöste Past-Life-Beziehung, schwierige Verbindung, viele Lernaufgaben. Ja, okay, es kann durchaus sein, dass einige von euch es hier durchaus mit dem Thema, mit so einer ja, Verbindung zu tun haben, mit einer Verbindung, die nicht unbedingt einfach ist, wo es einige Lernaufgaben gibt. Aber du hast hier so viele positive Energien, Schütze. Und ich habe jetzt hier nicht unbedingt Energien, wo man in irgendwelchen Illusionen sich hier aufhält. Weißt du? Das habe ich jetzt hier noch nicht unbedingt. Gut, wir gucken jetzt mal weiter. Weitere Botschaften, weitere Energien bitte jetzt für das Kollektiv der Schützen. Schütze im Monat November. Was bringt jetzt der Monat November? Was bringt der November? Noch den Kollektiv der Schützen. Schütze. Was bringt jetzt der November? Was bringt jetzt der November? Was bringt der November noch dem Kollektiv der Schützen? Nummer 1. Nummer 2, die hebe ich gleich auf. Noch eine Karte. Eine Karte noch für das Kollektiv der Schützen. Dankeschön. Wunderbar. Okay, die eine hebe ich mal auf. Okay, das ist ja krass. Es ist eine ähnliche Karte wie die ich eben schon gedeutet habe, nur dass du jetzt hier die Twin Flame hast. Magische Beziehung, Seelenverwandte, eine starke Verbindung, karmischer Partner, zwei Herzen, eine Seele, Anziehungskraft, tiefe Liebe, Lernpartner, Spiegelpartner. Okay, also ich habe hier schon das Gefühl, wenn ich mir das jetzt bis jetzt so ansehe, ich habe hier bis jetzt wirklich nichts erstmal so meckern, wenn. Also was es hier das Thema Beziehungen angeht, weil ich habe hier so schöne Energien. Ich habe die Sonne, oder du hast die Sonne, das ist ja dein Reading. Du hast die Sonne, größte Glückskarte im ganzen Deck. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass einige von euch hier wirklich jemanden an seiner Seite haben oder noch bekommen werden. Jemand, der wirklich wie für dich gemacht ist, ne, wo es wirklich passt, wo du das Gefühl hast, wirklich, ja, dieser Mensch, auf den kann ich mich verlassen, da ist die Liebe auf beiden Seiten da. Das Ganze ist nicht schwierig oder was ich da zuvor hatte, also du jetzt, ne? Und Twin Flame ist da wirklich, das ist eine starke Verbindung. Das ist sowas wie, ja, Seelenfamilie, Seelenverwandte, kann man hier durchaus sagen, ne? Oder sagen manche Leute, die da wirklich so auf diesem Weg da sind, irgendwie, ne? Okay, lass mal schauen. Was hast denn du drunter, lieber Schütze? Mutter. Okay, das Thema Mutter könnte hier also auch eine Rolle spielen. Und ich habe das vorhin angesprochen. Ne? Einige von euch könnten das hier auch ebenfalls mit einer Mutter zu tun haben. Vielleicht hast du auch eine sehr starke Verbindung zu deiner Mutter. Ganz allgemein. Oder vor allem jetzt auch im November. Dass du die Verbindung zu deiner Mutter einfach auch stärkst. Das ist auch möglich. Und dass deine Mutter vielleicht auch gleichzeitig auch aus deiner Seelenfamilie stammt. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Das würde mich zumindest nicht wundern, wenn es so ist. Auf jeden Fall geht es hier um Mutterliebe, fürsorglich, Kind steht an erster Stelle, Mutterthema heilen, Verlass, jemanden versorgen, Verantwortung und ebenfalls Verpflichtung. Das kann es wirklich bedeuten, dass man sich hier um jemanden oder um jemanden oder ebenfalls um etwas kümmert. Ja, dass man hier Liebe zeigt, dass man sich um etwas kümmert, sich jemandem verpflichtet. Das kann bedeuten, dass du dich jetzt auch etwas oder jemandem verpflichtest. Zum Beispiel jetzt auch deiner Berufung, lieber Schütze, das kann jetzt auch damit gemeint sein. Ja, aber hier zeigt sich auch eine Mutter-Thematik, eine Mutter-Energie. Oder vielleicht wirst du Mutter.
Das kann ja auch sein, lieber Schütze, dass das Thema Mutterschaft für dich eine Rolle spielt zwischen dir und deinem Gegenüber. Und dass das bald vielleicht auch Thema werden könnte oder schon eine Rolle spielt. Das ist durchaus auch möglich. Okay, was haben wir hier? Wasser. Wasserzeichen, gefühlvoll, sensibel, einfühlsam. Krebs, Skorpion, Fische. Du könntest es, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch mit einem Wasserzeichen zu tun haben. Mit einem Krebs, Fische oder Skorpion. Oder du bist Aszendent Fische, Aszendent Krebs, weil jetzt setze ich ja ebenfalls auch der Aszendent. Oder irgendwas mit Löwe, auch das ist durchaus möglich. Aber hier sehen wir durchaus sehr viel Gefühl. Es kann durchaus sein, lieber Schütze, dass du sehr, sehr einfühlsam bist im Monat November oder auch ganz, ganz allgemein, ja, dass du ein sehr einfühlsamer Mensch bist, sehr gefühlvoll bist, auch sehr sensibel durchaus. Vielleicht ist es aber auch deine Mutter, die durchaus. Oder eine Mutterfigur vielleicht auch. Das kann zum Beispiel jetzt auch dein lieber Partner sein, der dich wirklich jetzt hier versorgt, der jetzt wirklich für dich beschützt vielleicht auch. Ja, der dir gegenüber auch sehr einfühlsam ist. Oder du bist diesem Menschen gegenüber sehr einfühlsam. Ja, das ist durchaus auch denkbar. Auf jeden Fall sehr viel Gefühl. Was ebenfalls jetzt auch ein Thema sein kann für einige von euch, dass das Thema Mutter. Nee, ach, was zeige ich dir denn hier für ein Blödsinn anders? Das ist Thema Mutter oder auch das Thema Twin Flame, Dualseele, whatever, dass das vielleicht auch für dich ein sensibles Thema sein kann. Das ist nicht auszuschließen. Okay, was haben wir hier? Miss Octopus, okay. Rastlos sein, sich einsam fühlen, die Kontrolle behalten, etwas oder jemanden festhalten, etwas erzwingen, Zielstrebigkeit, Selbstzweifel, klammern. Okay, hier kann es bedeuten, dass jemand klammert. Entweder klammerst du an jemanden, hältst du an jemanden fest, kannst schwer loslassen, oder aber dein Gegenüber oder deine Mutter vielleicht. Ja, also hier gibt es jemanden, der gerne kontrolliert, der. Ich bekomme hier eine Thematik rein. Ich habe das Gefühl, weil guck mal, unter der Mutter hatten wir jetzt hier die Langeweile. Also es kann durchaus sein, dass vielleicht deiner Mutter oder einer Mutterfigur, wie auch immer, dass deiner Mutter vielleicht langweilig ist, dass sie vielleicht auch unzufrieden ist und vielleicht auch leicht verbittert. Ja, in einer Phase ist, wo sie sehr viel grübelt, wo sie vielleicht auch in Gedanken verloren ist, ja, und sehr einsam vielleicht ist, der Zeit mit sich selber alleine verbringt. Dann habe ich das Gefühl, lieber Schütze, das kannst auch du sein, ja. Dann habe ich aber das Gefühl, das ändert sich im November, weil ich sehe hier schöne Zeiten. Man geht wieder mehr raus unter Leute und ja, hat wieder schöne Zeiten. Das ist das, was ich hier sehen kann. Ja. Also hier klammert jemand. Das kann auch bedeuten, dass du jemanden festhältst, auch emotional jemanden festhältst und dich nicht richtig lösen kannst. Oder aber deine Mutter kann dich nicht wirklich loslassen, möchte ganz gerne die Kontrolle behalten und ja, festhalten. Aufgrund von Verlustängsten. Es kann auch wirklich bedeuten, dass du jetzt, wenn du mir zuschaust, dass du selbst Mutter bist oder Vater und dir fällt es vielleicht auch schwer, dein Kind loszulassen. Ja, das ist durchaus natürlich auch denkbar. Okay, lieber Schütze, jetzt muss ich überlegen, was ich für dich verwende. Okay, ich habe mich entschieden. Ich verwende jetzt für dich das Ask Your Guides Orakel von Sonja Choquette. Bin ich mal gespannt, was da jetzt für Botschaften kommen für dich. Im Monat November. Was ich jetzt auch reinbekomme, und diese Botschaft ist durchaus sehr speziell, beziehungsweise kann es vielleicht auf wenige zutreffen oder vielleicht doch auf mehr zutreffen, als ich jetzt mir gedacht hätte. Ich hatte das Gefühl, einige von euch, ihr wollt die Gefühle von jemandem erzwingen. Weil ihr glaubt, dieser jemand, das ist die wahre Liebe, dieser jemand, das ist mein Seelengefährte. Ja, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher und schon gar nicht, wenn man jetzt hier schon versucht, Gefühle des anderen erzwingen zu wollen, weil man jetzt hier zum Beispiel im Außen etwas tut, weil man im Außen sich nun schön macht, nur um den anderen zu gefallen. Ja, also das Szenario habe ich jetzt auch gerade richtig krass wahrgenommen oder nehme ich jetzt hier richtig heftig wahr. Einige von euch macht euch richtig schön. Macht etwas, um die Aufmerksamkeit des anderen zu erlangen, weil ihr glaubt, dieser Mensch gehört zu mir, das ist meine wahre Liebe und so weiter. Ich mache mich schön, damit dieser mich wahrnimmt und dadurch ebenfalls auch Gefühle für mich entwickelt. Das sehe ich auch. Spannend.
Und wie gesagt, das ist ein allgemeines Orakel. Andere Botschaften für andere Schützen. Du musst mal gucken, wie und ob das Ganze für dich passt, okay? Gefühle des anderen erzwingen wollen. Vielleicht auch hat das was mit dem Thema Mutter zu tun. Du möchtest vielleicht die Gefühle deiner Mutter erzwingen. Du möchtest, dass deine Mutter dich lieb hat oder sowas in der Richtung. Ja, das ist auch zu sehen. Okay. Was ist jetzt hier die Energie? Was sind die weiteren Botschaften, weiteren Energien für Schützer jetzt im Monat November? Weitere Botschaft. Okay, da haben wir sie. Ich habe aber das Gefühl, und ich höre auf mein Gefühl, dass er noch eine möchte. Eine weitere Energie bitte noch. Dankeschön. Schön. Wir haben jetzt hier für dich, das ist die Karte Bounty. Bounty, das ist so etwas wie, ja, etwas ist wirklich durchaus sehr viel da. Da ist etwas sehr reichhaltig, kann man sagen. Also das ist wirklich auch die Energie. Ich bekomme hier ebenfalls auch sehr viele Gelegenheiten schon wieder rein. Einige Gelegenheiten werden sich dir bieten. Das ist, was ich jetzt gerade extrem wahrnehme. Aber das ist generell auch eine Karte, die wirklich sagt, reichhaltig, etwas ist wirklich sehr, sehr viel da. Ja, ich spüre auch irgendwie das Thema Liebe, Großzügigkeit und Nächstenliebe in dieser Energie. Das ist das, was ich jetzt hier auch noch wahrnehmen kann. Lass mich mal ganz kurz gucken, wofür die Karte noch steht. Die Karte steht übrigens auch für gewisse Entdeckungen. Und sie sagt übrigens auch, dass du jetzt auch beginnst, die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen und auch das alles, was sich dir gegenwärtig bietet, an Fülle, an Gelegenheiten, also Dinge, wofür du wirklich dankbar sein kannst. Ja, du entdeckst nun etwas, möglicherweise auch deine Gaben oder du entdeckst deine Geschenke, die du mit der Welt teilen kannst, sowas in der Richtung. Ja, aber was ich hier bei dir auch sehe, ich sehe Wandlungen, um jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Du wandelst dich. Vor allem innerlich und dann ebenfalls, wenn du dich innerlich wandelst, wenn du dich innerlich transformierst und veränderst, dann wird sich auch deine Umgebung bzw. das Außen für dich verändern. Und auch die Art und Weise, wie dich andere Menschen sehen oder behandeln. Und vielleicht auch die Art und Weise, wie du dich selbst siehst oder behandelst. Ja, du weißt, selbst siehst. Ne? Also das nehme ich hier ebenfalls auch wahr. Und ja, ich habe auch das Gefühl, im Außen, gerade im Außen wird sich jetzt hier einiges tun. Du machst einiges auch im Außen. Schön. Ne? Zum Beispiel dich, dein Garten, dein Zuhause. Genau, das habe ich jetzt auch nochmal gerade wahrgenommen. Gut, was haben wir drunter für dich? Verlust. Oh, okay. Hier kann es wirklich einen Verlust geben oder aber einen Verlust gegeben haben. Und diese Karte sagt dir, dass du heilst, dass du hier etwas verarbeiten darfst. Ja, du darfst hier also etwas heilen. Du darfst hier jemanden etwas loslassen. Möglicherweise jemanden. Jemanden, den du für deinen Twin Flame, deine Dualseele oder sowas hältst. Der es aber vielleicht gar nicht ist. Aber hier gibt es ja jemanden, der klammert. Und ich glaube, das bist du. Vielleicht ist es aber auch so, dass ein Gegenüber dich festhält. Ja. Hier möchte man jemanden oder etwas auf jeden Fall festhalten. Kann nicht loslassen. Aber hier ist ein gewisser Verlust. Oder hat schon stattgefunden. Dann habe ich auch bei einigen von euch das Gefühl, dass du im November darüber hinwegkommst, weil ich habe hier durchaus sehr, sehr positive Karten bei dir liegen. Okay? Es ist wie, als ob du im November jetzt auch wieder an Optimismus und Zuversicht gewinnst und wieder positiver wirst. Ja? Okay, lass mal schauen, was haben wir hier für dich? Teamarbeit. Hier kann es jetzt wirklich für dich bedeuten, dass du mit jemandem an etwas zusammenarbeitest. Vielleicht geht es jetzt hier auch um das Berufliche, dass du dir zum Beispiel einen Partner suchst oder eine Partnerin, um hier nicht alles alleine machen zu wollen. Aber bei dieser Karte geht es ja ebenfalls auch darum, mit anderen zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar auch sich einig zu sein. Ja, zusammenzuarbeiten, aufeinander zu kommen, sich einig zu werden. Auch das kann jetzt hier eine Rolle spielen. Teamarbeit wird also wichtig werden für euch, um ebenfalls aber auch sich wieder. Ja, sich Hilfe zu öffnen. Ja, sich, ja genau, Hilfe im Außen wieder zu öffnen. Okay, Schütze, das nächste und letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Daily Crystal Inspirationskartendeck.
Gut, schauen wir mal. Ja, vielleicht ist es jetzt, ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Aber du musst dann sowieso gucken, ob das Ganze dann für dich passt, ne? Und wie und ob und so weiter. Ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist es so, dass du und dein Partner, ihr habt ein Kind und ihr habt euch aber getrennt. Und nun ist es so, dass man sich ja in irgendeiner Art und Weise einig werden darf, damit man miteinander klarkommt. Weißt du? Also so ein Szenario in der Richtung, so nehme ich das wahr. Ja? Das kann sich jetzt bei dir aber auch auf etwas komplett anderes beziehen. Haben wir schon mal eine Botschaft für dich? Okay. Noch eine hätte ich ganz gern. Noch eine Karte. Eine Botschaft noch für Schütze im November. Noch eine weitere Energie. Eine weitere Botschaft für das Kollektiv der Schützen im Monat. Eine weitere Botschaft bitte für Schütze jetzt im Monat November. Was ist noch die Botschaft? Eine weitere Botschaft bitte für das Kollektiv der Schützen. Ja, Hilfe. Okay. So. Eine Karte bitte noch, noch eine Botschaft. Eine weitere Abschlussbotschaft bitte jetzt für Schützer. Ah, Epidot. Drunter versteckt sich noch eine, da habe ich aber das Gefühl, die auch wirklich dann nehmen zu müssen. Also, wir haben jetzt hier für dich den Epidot und da geht es darum, tiefer einzutauchen. Und hier der Oktopus, beziehungsweise der Miss Oktopus, befindet sich ja auch unter anderem in den Tiefen des Meeres. Ja? Also hier gibt es auf jeden Fall etwas, wo du tiefer eintauchen sollst oder darfst, um vielleicht etwas für dich zu erkennen, um etwas zu heilen, um etwas ins Licht, an die Oberfläche zu bringen. Das passt also auch ganz gut zur Sonne, weil hier wird also Licht in eine Angelegenheit gebracht. Ja? Es wird hier Licht in eine Angelegenheit gebracht, wo du zuvor vielleicht auch keine Antworten hattest. Ja? Go deeper. Des Weiteren habe ich bei dieser Karte auch das Gefühl, dass du tiefer dich einlassen sollst auf ein Projekt, was dein Herz zum Singen bringt. Ja? Sich tiefer auf jemanden oder etwas einlassen, das nehme ich ja auch wahr. Drunter haben wir den Azurit. Und hier geht es darum, sich zu fokussieren und sich von seinem, ja, das, worauf man sich fokussiert, nicht abbringen zu lassen. Get laser focused. Also hier geht es wirklich darum, sich kristallklar oder laser fokussiert auf etwas zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass du oder dass einige von euch richtig krass fokussiert sind auf einen bestimmten Menschen, auf Twin Flame, den Kelchkönig, wie gesagt, Herzmensch auch oftmals für mich persönlich und ja, Dualseele, wie auch immer. Ja, viele von euch ihr seid hier wirklich sehr kristallklar fokussiert auf diesen Menschen. Freut euch vielleicht auf ein Treffen, sowas in der Richtung nämlich auch wahr. Aber was das angeht, tauche hier ein bisschen tiefer ein. Okay, was haben wir drunter für dich? Oh, das schwarze Kehenit. Setze starke Grenzen. Starke Grenzen vor allem, nicht einfach nur setz Grenzen, setze hier starke Grenzen. Das kann jetzt wirklich für dich bedeuten, lieber Schütze, dass es darum geht, dass du jetzt Grenzen setzt und auch mal Nein sagst zu etwas, was du nicht möchtest. Es kann für dich jetzt auch bedeuten, dass du generell oder ganz allgemein jetzt auch zu starke Grenzen gesetzt hast und niemanden an dich herangelassen hast. Das ist durchaus auch möglich. Ja, aber hier habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Karten sagen wollen, setz hier schon starke Grenzen. Und lass auch zu oder lass nicht zu, dass andere diese Grenzen ebenfalls überschreiten. Was haben wir hier für dich? Öffne dein Herz. Öffne dein Herz, lieber Schütze, und du darfst dir dein Herz öffnen für etwas Neues. Weil ganz ehrlich, ich sehe was Neues auf dich zukommen. Es kommt jemand Neues. Ass der Kelche, Spiegelung, König der Kelche. Ein neuer Mensch, ein neuer Partner, Wunschpartner, Seelenpartner, whatever, kommt hier, lieber Schütze. Aber weil einige von euch zu festgefahren sind, zu sehr festhalten, zu sehr klammern und sich vielleicht auch immer noch auf das Alte konzentrieren, was in den Verlust geht oder gegangen ist,
bist du wahrscheinlich bisher noch nicht wirklich offen. Aber hier geht es darum, sich wieder zu öffnen. Und das ist genau das, was ich jetzt auch sehe mit dem Tarot. Sonne, vierter Stäbe, ist auch die Öffentlichkeit bzw. die Öffnung. Und das sind die Spiegelungen zum Ast der Kelche, das ist das Herz. Das ist das Gefühl und das sind die Gefühle. Ne? Öffnung der Gefühle. Es kann auch bedeuten, dass ein Gegenüber sich gegen dir öffnet oder sich gegenüber dir öffnet. Oder du dich einem neuen Menschen oder einem Berät. Oder nochmal von vorn, oder einen bereits bestehenden Partner. Vielleicht hast du auch schon jemanden und du weißt, dieser Mensch ist für mich bestimmt, aber es ist dir bisher schwer gefallen, dein Herz zu öffnen. Das wird auf jeden Fall auf dich zukommen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass eine bereits bestehende Partnerschaft sich vertiefen darf. Ja? Lieber Schütze, ich bedanke mich bei dir recht herzlich fürs Zusehen und wenn das Video geholfen und ebenfalls gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen November. Danke fürs Zusehen und lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss.